Willkommen bei Malida und zur Folge 14 von Dead by Daylight. Diesmal auf dem Macmillan Anwesen mit Ace. Wir nehmen uns jetzt erst einmal den Generator hier direkt hier vorne vor. So, wir befinden uns auch immer noch mitten im Summer Blood Feast, also es gibt immer noch dreifach Blutpunkte. Der letzte Stand war aber schon, dass dass die geforderten 150 Milliarden Punkte geschafft worden sind. Das heißt, die PC-Spieler dürfen ihre 100% Opfergaben behalten. Wir Consoleros bekommen diese erst. So, jemand wurde erwischt. Das heißt, ich kann erstmal schön in Ruhe hier weitermachen. Ich weiß noch nicht, welcher Killer es ist. Mal gucken. So. Ja, okay. Ich dachte schon, kommt keins. Wäre auch mal schön, einen Generator ganz ohne Check zu machen. Ja, ja, also wo ist jetzt down und macht erstmal ein Tänzchen da. Okay. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe noch den letzten Rest hier fertig machen. Und uns dann langsam mal sicher in die Richtung da bewegen. Also er ist auf dem Arm. Okay, er ist aber schon eine ganze Zeit auf dem Arm. Okay, jetzt wird noch einer erwischt. Ja, und er konnte sich befreien. Okay, was soll ich jetzt machen? Okay, den Generator habe ich fertig. Ich glaube, jetzt gehe ich erstmal zur Kiste. Schau erstmal da rein, was da drin ist. Okay. Killer scheint nicht in der Nähe zu sein. Ich weiß immer noch nicht genau, wer es ist. Wobei ich natürlich den Hillbilly ausschließen kann. Genauso wie den Doktor. Okay, schon wieder down. Karte ist drin hier. Okay. Oh, dann nehme ich das Totem noch einmal mit. Da hinten ist er, ne? Da hinten war er gerade. Versucht er jetzt, ihn in den Keller zu bringen. Er konnte schon wieder fliehen. Hammerhart, er konnte schon wieder fliehen. So, sabotieren wir uns einmal. Okay. Wo ist er? Ja, komm jetzt. Okay. Ach, er ist schon wieder down, ey. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Er macht da hinten schön sein Tänzchen. Ich glaube, er liegt immer da, wo der Killer keinen Haken hat und er dann zum Keller geht. Und deswegen überlegt sich der Killer jetzt bestimmt, ob er ihn nochmal hochnimmt. Oder einfach verbluten lässt oder so. So, ich habe jetzt die Karte auf jeden Fall genommen, weil der Werkzeugkasten jetzt schon quasi alle war. So, ich glaube, wir machen jetzt mit mal hier am Generator erstmal. Was macht eigentlich der Dritte im Bunde? Ich hoffe, der macht auch weiter am Generator. Dann hätten wir jetzt gleich schon zwei. Insgesamt dann vier. Okay, Killer versucht es ein weiteres Mal. Obwohl, das sah mir schon ziemlich nah aus zum Keller. Ich glaube, der kriegt ihn diesmal rein. Ja, er hat ihn runter. Er hat ihn unten hinbekommen. Okay, was jetzt? Geliehene Zeit habe ich auf jeden Fall bei. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Okay, sie ist schon da. Gehen wir einfach mal mit. Was nun? Ich glaube, der campt unten im Keller. Ja, was nun? Na komm, geh du vor. Ladies first quasi.
Okay. Ja, er ist da. Er campt da unten. Jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ist mir schon klar. Ich soll mitkommen. So, dann lass mich mal durch hier. Komm. Komm, 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 komm. So. Und zack. Ja, jetzt habe ich ihn bekommen. So. Ja, warum bist du noch da geblieben? Oh Mann. So, jetzt erstmal so weit wie möglich weg. Nee, okay, ich glaube. Nee, ich glaube, ich gehe wieder zur Mauer hier. Okay. Ja, bin ich down. Okay. Okay, dann hätte es mich eigentlich auch fertig heilen können. Okay, der nächste ist down. Das ist jetzt der, der sich schon dreimal hat niederschlagen lassen, ne? Okay, das ist Gott sei Dank nicht im Keller. Okay, arbeiten wir jetzt hier erstmal ein bisschen weiter. Okay, eigentlich könnte der vierte im Bunde jetzt mal ordentlich da hinten Gas geben, wollte ich sagen. Jetzt hat er wohl schon einen Schlag bekommen. Der ist. Oh nein! Jetzt ist er auch down gegangen. Ah, und jetzt läuft unser Get-Down-Spezi auch los, ey. Das kann was werden. Nein. Bis gerade dachte ich, die Runde sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich glaube, das nimmt eine Wendung jetzt. Ich habe so wirklich im Gefühl, das nimmt eine Wendung jetzt. 100 Pro. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich jetzt erst mit? Soll ich jetzt schon hin? Ja, klar, natürlich läuft der in die Falle. Natürlich. Ja, sicher. Ja, sicher. Was habe ich auch anders erwartet vom Get Down Spezi, ne? Oh mein Gott, das. Bis gerade sah es gut aus und jetzt nimmt es. Jetzt wird es ein Armageddon quasi. 100 Pro. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. So, sie kommt da gelaufen. Ach du Scheiße, jetzt kommt er schon. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist vorbei. Ich bin eh nicht so gut beim Fliehen. Oh nein, natürlich. Natürlich passiert das. Oh mein Gott. Was eine Runde. Nein. Ach, da ist der Haken schon. Ich brauche mich gar nicht erst anfangen zu wehren. Komm, Fluchtversuch. Jetzt muss der Fluchtversuch klappen. Komm, bitte, bitte. Das ist das Einzige, was noch okay ist. Das Einzige, was noch gehen würde. Komm schon. Wenn man die 4% braucht, sind sie nicht da. Das ist natürlich wieder so typisch. Jetzt kann ich nur noch quasi für die Punkte hier kämpfen. Natürlich könnte ein anderer vielleicht noch einen Fluchtversuch gelingen, aber. Aber ich glaube, das wird nichts. Das war's. Boah, die Runde sah echt wirklich erst so gut aus, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Naja, der hat sofort losgelassen, oder? Ne, der hing noch nicht zweimal drin, ne? Ach ja, vielleicht der andere, vielleicht kann er in die Luke entkommen. Ach ja. Ja gut, immerhin dreifach Blutpunkte. Und ich glaube, oh, Entschuldigung, ich glaube, die 7000 Punkte müsstest du auch geknackt haben. Ja gut, das war's mit Folge 14.
Hat leider nicht geklappt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Über einen Daumen oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns, was heißt ansonsten? Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, hoffe ich. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao, euer Malida.